Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei Reda redet. Ich bin derjenige, der der Sendung den Namen gibt, Christian Reda. Und nicht, dass hier gleich irgendwelche Unklarheiten aufkommen. Also, ich fliege kein Flugzeug. Das ist die neueste Technik von Kast.TV. Das sind unsere Mikrofone, meins und die meines Gastes, wo wir beim Gast sind. Ich habe heute das wohl kleinste Deutsch-Folkrock-Orchester Deutschlands hier, nämlich meinen lieben Freund Alex, den man auch Fährmann nennt. Hallo, Fährmann. Hallo, mein lieber Christian. Grüß dich. Es freut mich, dass du mein erster Gast bist in meiner eigenen TV-Sendung. Okay. Ja? Einer muss der Erste sein. Ja, so ist das. Und Und das das geht mir bis in oft diesem. so, dass ich als Erster irgendwo den Laden bespiele und bis der sich etabliert hat. Witzigerweise hast du auch mit mir das erste Konzert in Castrop gemacht, ne? Ja. Ja, mit Andreas noch zusammen. Genau, Hele, ja. 2014. Ja, ich erinnere mich. Fährmann, jetzt werden sich viele Leute fragen, wieso heißt der Mann Fährmann? Wieso heißt du Fährmann? Weil ich mit meinem bürgerlichen Namen nicht auf die Bühne wollte, habe ich mir überlegt, ich suche mir einen Künstlernamen. Und da habe ich dann so ein paar Jahre so einen Zettel mit mir rumgetragen, wo ich alles aufgeschrieben habe, was mir einfiel. Und dann auf einmal kam dieses Fährmännchen ins Spiel. Und da habe ich gedacht, das ist es. Als Kind wollte ich Fährmann werden, weil ich an der Elbe immer gespielt habe, an so einer schönen Wiese, wo so eine Fähre über die Elbe ging und ich immer dachte, boah, wie abgefahren der Job, musst nichts machen, die hängt an dem Seil, du musst nur die Leute kassieren, rutschst rüber, alle wieder von Bord, dort kommen wieder Leute, geben dir Geld und du rutschst die einfach wieder rüber. Und wenn ein Dampfer kommt auf der Elbe in Dresden, musstest du warten. Ansonsten war nicht. Ich fand das berauschend und deshalb fand ich Fährmann gut. Es gibt dann noch einen anderen Umstand, der dazu passt, das ist die griechische Mythologie. Wollte ich gerade fragen. Da kommen wir vielleicht später im Gespräch drauf, dass der Name passt. Wieso sagst du eigentlich Deutsch-Folk-Orchester? Deutsch-Folk-Orchester, du bist so eine Ein-Mann-Show, oder nicht? Ja, aber. Ja gut, ich mache mit allem, was ich habe, irgendwie Musik. Ja, Also Hände und genau. Füße nennen wir es mal so. Da werden wir auch nachher noch Ja, näher drauf okay, eingehen. Ne? gut. Okay, jetzt verstehe ich, was du meintest. Du sagtest nämlich auch gerade Dresden und die Elbe. Du kommst nicht aus dieser Ecke, sondern du bist gebürtiger Sachse. Ich bin gebürtiger Sachse und speziell gebürtiger Dresdner. Ja. In der Stadt Dresden auf die Welt gekommen. Ja, wie lange hast du da gelebt? Bis ich sechs und, nee, 24, mit 24 bin ich weggegangen. Hast du in deiner Heimat damals schon? Das war ja noch die DDR, das muss Ja, man ja dazu sagen. Für ja. die jüngeren Zuschauer, die es nicht mehr kennen, Deutschland war mal zweigeteilt. Das war damals noch die DDR. Hast du damals auch schon Musik gemacht? Ja, ich habe mit 13 oder 14 angefangen, Gitarre zu spielen, ganz sanft und mit 8 Mundharmonika, weil mein Opa war Musiker, der spielte Akkordeon, Mundharmonika und er drückte mir als Stäbke eine Mundharmonika an den Mund und sagt, Junge, spiel mit mir mit. Und dann habe ich Mundharmonika gelernt und dann haben wir so Volkslieder und Kinderlieder so, dass man so reinkommt in das Instrument. Und das war immer meins und dann hörte ich die ersten Songs von Bob Dylan. Und dann zack, Gitarre und dann wollte ich das natürlich nachspielen. Das habe ich eine Zeit lang so für mich gemacht. Ich war nie gut darin, aber ich habe es gemacht. Und dann haben wir in Dresden, als ich so 18, 17, 18 war, eine Band gegründet. Und die haben wir so 2, 3 Jahre Über welches Jahr gespielt. reden wir jetzt? Oh. Also wir reden über das Jahr 81, 82, jetzt gerade über mit der Band, so 83, 84 war das, irgendwie so. Ich krieg's Wer nicht mehr ganz zusammen. so ein bisschen im Thema drinsteckt, wird das wissen. Vielleicht müssen wir dem einen oder anderen Fernsehzuschauer das auch erklären. Es gab ja sowas wie Einstufung. Man konnte in der DDR tatsächlich nicht einfach auf die Bühne gehen, seine Gitarre nehmen und spielen, sondern man brauchte eine Einstufung oder zumindest eine Erlaubnis. Stimmt. Und um die haben wir uns aber nie gekümmert. Oh, gut so. Wir haben einfach mal irgendwo im Studentenclub gespielt und ansonsten haben wir unsere Proben gemacht und hatten unseren Spaß. Also du hattest nicht die Ambition, das professionell zu machen, sondern einfach just for Ja, fun. dazu war ich zu ängstlich. Das, Okay. ich hätte mich nicht auf eine Bühne gestellt. Also das war ganz kompliziert. Schon im Studentenclub war das für mich was ganz Komisches. Ah, okay. Das hat Jahre gebraucht, bis ich irgendwann mal so das Standing hatte, auf eine Bühne zu gehen und guten Tag zu sagen. Oh, Ja. das ist natürlich gut für einen Sänger. Ja. Du sagst Bob Dylan, ist das die einzige Inspiration oder die einzige Vorbild, das du hattest? Nein, aber das war der erste, den ich hörte. Okay. Bob Dylan und dann kam Neil Young. Und das war für mich ganz großes Kino, lange Zeit. Dann kam The Band, also die Begleitband von Dylan und vielen, vielen anderen.
Und dann kam irgendwann, später kam Bruce Springsteen hinzu. Aber immer dieses Konstrukt Gitarre, Mundharmonika. Was hat ein Mann mir alleine zu erzählen? Ja. Und das hat mich immer so angefixt. Irgendwie fand ich das immer großartig. Und ich frage jetzt einfach mal so, denn ich weiß es ja auch selber. Es war ja nicht so einfach möglich, in den Plattenladen zu gehen, sich die neueste LP von Bob Dylan zu kaufen. Nee. Wie hast du dich da künstlerisch und kulturell ernährt? Ich hatte einen älteren Bruder, der hatte ein Spulentonband. Und der hat irgendwoher Musik aufgetrieben von allen möglichen Leuten, die er kannte. Oder wir haben in der Luftfracht aufgenommen. Also das war eine Radiosendung. Ja. Und da haben wir dann so mitgeschnitten. Und so kam die Musik, die man so schlecht hören konnte, doch irgendwie zu uns mit so einem halben Jahr Verzögerung zu Ostberlin oder Leipzig, die übers Westfernsehen oder über andere Westradiosender informiert wurden. Da hatten wir in Dresden den Rias, der hat gepfiffen und das war unerträglich. Hm. Aber wir haben da Musik gehört und dann haben wir versucht, die Songs natürlich irgendwie sauber zu bekommen und dann hat mein Bruder die auf Band geschnitten und dann konnte ich die immer hören. Okay. Und du kommst ja aus dem Tal der Ahnungslosen, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch wieder etwas, in Dresden war der Empfang vom Westfernsehen und Westradio sehr, sehr schlecht. Deswegen nennt man das eben Tal der Ahnungslosen. Gerade Dresden, überhaupt nur Dresden, ne? Oder auch das Umland. Also ich kenne es nur von Dresden, es gab vielleicht noch einen anderen Ort, aber das Fernsehen, wir hatten ja einen Fernsehturm, ja. Der steht sogar heute noch, ist aber außer Betrieb. Da lag das Signal an und die haben es einfach nicht ausgestrahlt. Mhm. Und somit hatten die das Tal Dresden... war relativ fernsehfrei, weil Ostfernsehen hat ja auch keiner geguckt. Ich wollte gerade sagen, das war ja nicht ganz so, nicht so sonderlich beliebt. Ja, genau, und deshalb haben wir Musik gemacht und andere Dinge. Hm. Ja, 80er Jahre in der DDR, wie hast du sie verbracht als Jugendlicher, außer mit Musik machen? Mit viel Spaß. Ja, die Leute sagen ja immer, besonders die keine Ahnung von der DDR haben, die sagen ja immer, das war alles ganz grau und gefeiert habt ihr auch nicht. Ihr seid immer alle in Sack und Asche gegangen, stimmt das? Naja, was heißt Sack und Asche, will ich nicht sagen. Wir hatten blaue Jeans und die waren meist, hießen die damals noch. Ach. Und waren 501er und hatten hinten einen roten Streifen, waren auf Schlauch genäht. Aha. Und wir hatten Shellparker an von der US Army. Diese Dinger haben wir uns aus West-Berlin mitbringen lassen oder von irgendwem oder haben die untereinander verkauft. Mhm. Die konntest du bei einer Party nicht an die Garderobe hängen, wenn du dann hingekommen bist, war der weg. Ja, sowas. Das war echt ein bisschen schwierig, aber die konntest du halt zusammenholen, zu einer Kugel hast die umgehangen. Und dann sind wir durchs Land getrampt und sind überall hingefahren, wo irgendwo was war, wo irgendwo Konzerte waren, wo Rockpalast, sind wir nach Leipzig oder nach Berlin in Prenzlberg, da war ein Haus, da gab es immer Strom, irgendeiner hat einen Fernseher organisiert, puff, Strom rein, Rockpalast geguckt, bis die Polizei kam. Tatsächlich? Ja. Also das ist jetzt kein Gerücht, sondern das war tatsächlich so. Die kam, natürlich, weil das ja irgendeiner gesehen hat. Und da sind welche in einem Haus und feiern da irgendwie. Wir waren da auch nie leise, wir haben unser Bierchen mitgenommen, haben geraucht. Und das macht natürlich Geräusche, wenn 40 oder 50 Leute in so einem Haus sind. Und dann kamen die, ja. Und dann haben die uns im Winter auf den Hof gestellt und haben uns 3 Stunden bei eises Kälte auf dem Hof stehen lassen. War der Alex also früher ein Halbstarker? Nee, langhaariger einfach. Obwohl die Haare auch so lang gar nicht waren, aber... Halbstark? Nee, das war noch, das war das mit hat man, 14 das vielleicht. Das hat man dann hier gesagt. Ja. 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 Trotzdem, das ja offensichtlich sehr eine coole Jugendzeit für dich war, hast du deine wunderbar, Heimat... Wunderbar. Hast du deine Heimat dann irgendwann den Rücken gekehrt? Ja, weil es mir war das Nest DDR irgendwann zu klein. Hm. Und ich wollte da raus und mir reichte auch nicht Ungarn. Mit die Tschechei bewandert und in Polen gewesen, als das noch ging. Und das war mir alles irgendwie nix. Ich wollte mal nach Essen, in die Kruger Halle zum Beispiel. Ich wollte mal in die Alpen, ich wollte mal an die Adria, ich wollte mal nach Spanien fahren, ich die wollte Welt das sehen. Mittelmeer mal sehen. Einfach so ganz einfache Dinge. Ja. Und wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich es gemacht und wäre wieder nach Hause gegangen, aber es ging so nicht. Hm. Ich wollte mal nach Paris. So ganz einfache Sachen. Hm. Und da das nicht ging, habe ich gesagt, dann ziehe ich halt um. Und dann habe ich das schriftlich begründet und dann hieß es, das geht nicht. Und dann ging es doch. Am 10. März 1988 bin ich ausgereist und ich bin heute noch glücklich darüber. Also du hast quasi einen Ausreiseantrag gestellt, ja. Wie man das damals in der DDR machen konnte. Ja. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis der bearbeitet war. 3,5 Jahre. Puh.
Was war diese und Zeit war ja mit Sicherheit. Ich bin immer wieder hin und dann hieß es, nö, ist nix, das geht sowieso nicht und das ist ja nicht und ja, Theater. Hat sich das in dein Leben wiedergespiegelt, dass du diesen Ausreiseantrag gestellt hast? Gab es da für dich irgendwelche Nachteile, die du sonst nicht gehabt hättest? Ja, ich habe als Schlosser in einem Krankenhaus in Dresden gearbeitet, was eh schon so ein easy Job war. Also das nächste wäre noch Totengräber gewesen, wo man so raus war aus der Situation. Aber dann kamen die auch alle und wollten von mir wissen, warum ich das tue und sind mir auf den Keks gegangen. Habe ich gesagt, ich sage euch das nicht, ich will einfach umziehen. Wenn ihr umzieht, frage ich euch doch auch nicht. Lasst mich einfach in Frieden, lasst mich meine Arbeit machen. Und dann haben sie mir die Arbeit nicht mehr so gegeben, die ich als Schlosser gemacht habe, sondern haben mich dann auf die Wiese gestellt zum Umgraben und da habe ich mir dann was anderes gesucht im privaten Handel und dann habe ich in einem An- und Verkauf gearbeitet und das war zu DDR-Zeiten in einem Indershop sehr ähnlich gelagert. Ja. Da standen die Leute draußen Schlange, weil es dort was gab. Und ja, das war ganz witzig. Da habe ich Geld verdient, ganz normal und ja, wie das so ist, man handelt dann irgendwie so unter der Hand. Ich hatte die Hosentaschen voller Geld und wir waren die ganzen nachts unterwegs und tagsüber im Laden gestanden. Das war schon irgendwie, war schon spaßig. Du hast das Datum gerade genannt, wann war das genau? 10. März 88. Sowas vergisst man nie. Ne? 22 Uhr bin ich in Berlin in den Tränenpalast in diese Boxen gegangen, die so sind wie beim Pferderennen, wo die Pferde reinkommen auf der Innenseite, dann gehen die Türen zu, sind oben Spiegel und dann musst du alles auspacken und die fragen dich ein komisches Zeug. Und wenn das alles erledigt ist, dann geht auf der anderen Seite die Tür auf und du bist durch und musst noch so einen kleinen Gang laufen und dann geht's zum U-Bahnhof in der Friedrichstraße und dann hielt dort die U-Bahn und dann bis Kochstraße und dann standst du in West-Berlin. Jetzt habe ich schon zahlreiche Interviews fürs Radio und auch für das Musikmagazin gemacht mit Musikern aus der DDR, die dann erzählt haben, sie waren das erste Mal im Westen, wenn sie ein Konzert gegeben haben zum Beispiel. Oder aber auch, wenn sie so wie du einen Ausreiseantrag gestellt haben. Kannst du den Zuschauern vielleicht dieses Gefühl beschreiben, das man hat, wenn man eben aus dieser Box rauskommt, gerade noch im Osten, plötzlich im bunten Westen? Ja, ich kann es versuchen. Ja. Einerseits war das total glücklich, endlich geschafft. Im Hinterkopf war immer, ich komme nie wieder zurück. Also ich wusste damals schon, dass es 10 Jahre Einreisesperre geben wird. Und du hast ja ein Umfeld, wo du lebst. Du hast ja Leute, die du kennst. Du hast ja Freunde. Mein Bruder war noch da. Der hatte mich dahin gebracht und von dem habe ich mich gerade verabschiedet auf Nimmerwiedersehen. Der hatte auch einen Ausreiseantrag, aber ich wusste nicht, wann der kommt. Und auf der einen Seite war ich total glücklich, endlich diesem System den Rücken gekehrt zu haben und diesen gemacht. Und auf der anderen Seite kam ich um die Ecke und da lag gleich als erstes ein zugedröhnter Punk mit leeren Flaschen und Pente. Und das ist so der Moment, wo du kurz Angst kriegst. Ui. Das kann dir auch passieren. Du musst also hier irgendwie auf Draht sein jetzt. Jetzt kommt der anstrengende Westen. Was überhaupt nicht stimmt, aber so der Gedanke, der ist ja da. Und dann bin ich halt in die S-Bahn gestiegen und da waren Menschen drin, die waren laut und es war bunt und es war unfassbar viel los. Also Eindrucksschock. Dann bin ich Kochstraße raus, dann sind wir zum Auto gegangen, mich hat ja jemand abgeholt. Und das Erste, was er machte, er fuhr mit mir über den Taunzehn und kurz über den Kuhdamm. Da war der noch ohne Busspur dreispurig. Da habe ich Autos gesehen, die ich noch nie gesehen hatte, und zwar im Dunkeln abends um 10. Solche Lichter und die wechselten die Spuren und so. Und dann war überall diese Werbung, diese Farben und dann erstmal anhalten, raus, erstmal kotzen. Tatsächlich. Tatsächlich. Dann wieder rein und dann erstmal nach Hause und dann eine Flasche Sekt und dann. Hätten wir das nicht morgen machen können? Irgendwie erstmal den ersten Eindruck verarbeiten, um dann den zweiten Schock einen Tag später zu kriegen, als mein Großvater mit mir ins KDW in die Lebensmittelabteilung ist.
Das war ein der Flash. Nächste Schock. Ja, ja. Das also ich war echt nicht schlecht. Ich kenne das ja, ich habe Verwandtschaft in Mecklenburg-Vorpommern in Anklam. Wenn wir im Sommer da waren, logischerweise ging man dann auch in diesen Intershop. Ja? Ja. Und sobald du die Tür aufgemacht hast, war das ja schon mal eine ganz andere Welt, auch vom Geruch her. Ja, du wirst es kennen. Ja, ja, du natürlich. Wirst dann diesen Geruch wahrscheinlich dann plötzlich rund um die Uhr gehabt haben und irgendwann wird man da geruchsblind. Ja, ja, nicht überall. Also ich wohnte die erste Zeit in der Nähe in Berlin, im Westberlin am Bayerischen Platz. Ja. Das war schon ein bisschen ordentlich und ein bisschen schön. Aber dann bist du in einen Zeitungsladen, der roch wieder ganz anders. Hm. Und dann bist du in den Laden, wo es einfach Hosen, wo es Jeans gab, da roch es wieder anders. Dann bist du in den Bus gestiegen. Das war schon wieder ein bisschen quer. Das stank schon ein bisschen anders irgendwie. Berlin ist ja eine Stadt, die andauernd in Bewegung ist. Da riecht es an jeder Ecke andauernd anders. Mhm. Weil da bewegt sich halt sehr viel. Und ich war dann immer erst mal die ersten Tage ganz froh, wenn ich am Bayerischen Platz war. Da war irgendwie Ruhe. Wie lange hast du denn gebraucht, bis das für dich Normalität war? Ja. Tatsächlich ein Jahr? Ja. Mhm. Ja. Und dann fühlte ich mich auch in Berlin zu Hause. Aber das hat lange gedauert, diese Massen an Bewegung, die Westberlin, was ja eigentlich später dann ein Dorf war, was eine Mauer hatte und wo die Leute drin waren, die da waren und am Wochenende kamen die Touris. Und es war also nur an Touristenorten voll, woanders war es immer gleich. Also bis ich Kreuzberg entdeckte, das hat gedauert. Hm. Bis ich mich dort überall wohlfühlte und wusste, da gehst du hin und die Touri-Orte meidest du einfach. War in diesem Jahr irgendwann Heimweh ein Thema für dich? Nicht so direkt. Es war schon immer so eine Sehnsucht da. Und naja, du hattest in Westberlin die Möglichkeit, wenn du die ärgern wolltest, bist du nach Spandau gefahren ins Rathaus und da saß so eine Riege von DDR-Leuten. Und am Anzug habe ich die schon erkannt, so Buna, Leuna, Rundstrick, wenn du dann Feuerzeug dran hältst, brennen die lichterloh. Und da bin ich hin und habe den Antrag auf Einreise gestellt. Andauernd, alle 6 Wochen. Und das dauerte 4 Wochen zum Bearbeiten, dann bin ich nach 4 Wochen hin und habe mir die Ablehnung abgeholt und habe das wieder abgeholt, mach ich gleich neu. Bist du so ein boshafter Mensch? Naja, die haben mich geärgert, ja, denkst du, ich kann die zurückärgern. Ja klar. Aber hallo. Mhm. Und das habe ich lange getrieben und im August 89 dann sagte der, sie kommen nie wieder da rein. Ja, das werden wir sehen. Da machten die gerade in Ungarn die Grenzen auf. Mhm. Und dann saß ich da im November und hatte im Oktober beantragt und kriegte schlagartig für den 21. oder 22. November die Einreise für einen Tag nach Dresden. Obwohl die Mauer schon offen war, konnte ich nicht einfach, ich konnte nach Ostberlin spazieren gehen, aber eigentlich musste ich einreisen. Das war noch so. Da bin ich an Potsdamer Platz, 10 vor 12, stand mit meinem Auto da und gab rüber, weil ich dachte, jetzt ist das ja offen. Da schickte mich diese Hirselbirne in dieser grünen Kutte da zurück. Es ist noch nicht 0 Uhr. Mhm. Alles klar. Einmal wie immer bitte. Mhm. Und dann wusste ich wieder, warum ich da weggegangen bin. Mhm. Und dann kriegte ich die Einreise und zurück auf den Typen, sagte ich, siehste, ich habe doch gesagt, dass ich das schaffe. Und das war echt, das war ein innerer Vorbeimarsch, dieser Moment. Das war einfach großartig. Ab wann kam denn die Musik wieder in dein Leben zurück? Du hast ja in der Jugend selber... Die war nie weg. Ich habe mir in den Zeiten, als die Mauer noch zu war und ich in West-Berlin arbeite, als erstes eine Gitarre gekauft, getauscht gegen ein Rasierapparat. Von einem Kumpel, der braucht ein Rasierapparat, ich brauchte eine Gitarre, dann haben wir getauscht, dann hatte ich eine Gitarre, so eine halbakustische. Und die habe ich dann immer gespielt und ich habe ja so meine Musik gehört und zu Hause meine Platten gekauft, die ich endlich kaufen konnte, frei. Mhm. Und das habe ich dann immer so versucht nachzuspielen oder irgendwie, und Peter Bursch, das eine Buch, was jeder hat, dann gespielt und immer Mundharmonika dazu und dann habe ich das entwickelt. Was ich so entwickeln wollte, ganz, ganz langsam. Was hast du jobmäßig im Westen gemacht? Alles. Ich war Kraftfahrer die erste Zeit, um die Stadt von oben kennenzulernen, weil ich kein Auto hatte und war immer nur mit U-Bahn und so unterwegs. Und dann bist du ja unterirdisch, da kommst du in Charlottenburg raus, das sieht so aus. Dann steigst du wieder ein, dann kommst du in Wilmersdorf raus, sah wieder anders aus. Dann stiegst du ein, kamst am Kudamm raus, warst jedes Mal in einer anderen Stadt.
Spandau, wo auch immer du rauskamst, es sah anders aus. Und da dachte ich, das will ich von oben sehen. Und da habe ich Kraftfahrer gemacht und habe in so einem Entsorgungsunternehmen für Photochemikalien gearbeitet. Dann drückte mir da jemand eine Anzeige in die Hand, die suchen einen Mechaniker. Und da habe ich gesagt, ja, bist ja Schlosser, kannst ja mal versuchen. Da habe ich ein Jahr als Mechaniker gearbeitet. Dann hatte ich einen Autounfall, bin mit einem Kumpel hinten in die Karre reingebrezelt, durch eine Riesenpfütze gefahren, Scheibe nass, Scheibenwischer an und bis das weg war, hatte der bei Rot gebremst. Ich hatte die Ampel nie gesehen, klatsch hinten rein. Die Versicherung hatte das relativ zügig bezahlt und ich bin mit einer Flasche Sekt in die Agentur gegangen und habe gesagt, Dankeschön, Buff. Und die da saß, hat gesagt, du bist gut drauf, lass uns ein Bier trinken gehen. Sind wir ein Bier trinken gegangen, da haben wir bis nachts 23:30 gemacht. Mhm. Und dann sagte sie, so wie du drauf bist, du musst bei uns anfangen. Mhm. Hatte ich natürlich keinen Bock drauf, ich wollte nicht Versicherungsvertreter werden. Mhm. Weil ich es komisch fand. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Und habe dann für eine große deutsche Versicherung im Außendienst gearbeitet und habe, was ich auch gut fand, weil ich habe ein bisschen was von dem System verstanden, Rente, Versicherung, Haus, Wohnung, was der Mensch so benötigt. Also zum Beispiel braucht jeder Mensch eine Haftpflichtversicherung, weil wenn du die nicht hast und du richtest irgendwo einen Schaden, dann bist du selbst verantwortlich. Hattest du dann deine eigene Agentur? Später dann, ja. Tatsächlich? Ja, später, ja. In Berlin? Ja, in Berlin. Die ersten Jahre habe ich als Angestellter für jemanden gearbeitet und das war witzig. Ich habe Spaß gehabt. Mhm. Ich habe Sport getrieben, Musik gemacht und Versicherung verkauft. Ich habe Geld verdient. Das war unfassbar. Hast du? Dann habe ich aber gemerkt, dass der Job mich auffrisst, dass ich also... Hast du denn alleine Musik gemacht damals oder warst du wieder... Für mich zu Hause erst mal nur. Ach so, okay. Ja, ja. Also jetzt nicht groß, dass du... Das ging erst so Mitte der 90er los, dass ich anfing, Lieder zu schreiben und dachte, ich suche mir mal noch Musiker, wo ich was lernen kann. Und dann habe ich so verschiedene Stationen mit kleinen Bands hinter mich gebracht. Und dann habe ich auch gesagt, ich gebe den Job auf, ich habe keinen Bock mehr. Also das geht alles mit wenig Geld genauso gut. Man braucht nicht viel Geld, was man dann verwenden muss, um den Job auszuüben, sondern es geht alles auch anders. Und irgendwann bist du auch mit sowas durch. Weil der weiß, dass es eine Lüge ist. Es ist ja Lüge. Versicherung ist ja Lüge. Ja, natürlich. Bis auf eine private Pflichtversicherung ist alles Lüge. Ja, ja. Du hast natürlich dann irgendwann auch den professionellen Weg beschritten. Du bist da nicht einfach nur der Amateurmusiker geblieben, sondern du hast angefangen, wie du schon sagst, eigene Lieder zu schreiben, Texte zu schreiben und auch ein erstes eigenes Album zu machen. Und da habe ich jetzt zwei Versionen von hier. Ja. Vielleicht erzählst du mal selber was dazu. So, ich halte die jetzt mal in die Kamera. Das ist das erste Album, was dem zweiten Album sehr ähnelt, bis auf die Druckversion, die drin ist. Dieses Album hat hier noch www.fermann-lieder.de, also die Website in der Seite, dass man es auch von außen sehen kann. Das war ein durchsichtiges Case. Und dann hat die ein Booklet, in dem die Texte stehen. Und das habe ich in der Druckerei drucken lassen. Ein Freund hat das gemacht. Wir haben das gedruckt und ich habe mir da so ein paar hundert Stück machen lassen. Und dann habe ich zu Hause diese Dinger gebrannt selber am Rechner und den Kleber drauf gemacht. Und dann habe ich die verkauft auf Konzerten oder verschenkt. Ja. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Ich habe die eher verschenkt, als dieses verkauft. Verstehe. Aber ist lange her, ist verjährt. So. Und... dann lernte ich über die Jahre jemanden kennen, der sagte, auch, ich habe Lust, ein Label zu gründen für dich. Lass uns mal gucken, was wir machen. Und dann haben wir eine zweite CD gemacht. Das ist ein Doppelalbum geworden. Das haben wir 2012 mit meiner damaligen Band in Berlin noch mit Katrin und Janek zusammen aufgenommen. Und das ist ein Live-Mitschnitt eines langen Konzertes mit über 100 Gästen in der alten Försterei in Briest. Das ist im Spreewald. Nicht zu verwechseln mit Berlin-Köpenick. Alte Försterei Fußball, alte Försterei, also Berlin, alte Försterei Briest, genau. Konzerte. Richtig. Wunderbar. Und die haben wir aufgenommen, mitgeschnitten, gemischt, fertig gemacht. Dann haben wir die in Auftrag gegeben. Und damit wir einen Labelcode bekommen, brauchte er erstmal was anderes. Und dann habe ich gesagt, stell doch die nochmal her. Dann hat er die natürlich in einer Small
Version, also weniger, es ist nur ein Klappblatt und keine Texte drin. Ja. Erstmal in Auftrag gegeben, hergestellt, einen Labelcode bekommen, dann die gemacht und dann hatten wir zwei CDs. Mhm. Und die habe ich dann immer auf ganz offiziell von ihm gekauft und verkauft. Mhm. Also ich musste den, der das hergestellt hat, ja auch bezahlen. Mhm. Die gibt es auch schon nicht mehr, ne? Die, davon habe ich noch welche, die es auf Konzerten noch gibt. Und ich habe die aber ich habe mich von dem ersten Verlag, der das gemacht hat, getrennt. Mhm. Und die haben das jetzt aus dem Handel genommen. Die findest du auch im Netz nicht mehr. Ja. Und ich will die jetzt aber wieder einstellen, damit man die auch wieder kaufen kann, als digital downloaden kann, als ganze Platte oder einzelne Songs kaufen kann. Das Album, das erste, heißt wie? Das heißt Nahaufnahmen. Nahaufnahmen. Und du willst das jetzt neu rausbringen, vielleicht sogar als Vinyl? Nein, das will ich nicht nochmal rausbringen. Die sind fertig, ich will die nur wieder in den Handel geben, das bedeutet einen Verlag geben, der die einliest, digitalisiert und digital verkauft. Und haptisch habe ich von denen noch ein paar, die ich auf Konzerten verkaufen kann. Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, dieses zweite Album, was du gemacht hast, nämlich Live in Briest. Ja. Ja. Und da gab es eine Band dazu. Du bist also eine ganze Zeit mit eben Band aufgetreten. Also ich sagte ja am Anfang, du bist das kleinste Deutsch-Folk-Rock-Orchester, ja. Aber es gab tatsächlich eine Band, Fährmann. Ne? Es gab mehrere Versionen. Oh. Ich habe das angefangen ganz allein. Mhm. Und habe dann in Berlin in einer Band gespielt. Wir haben so Bluesrock gemacht, die Dale Smith Band, das war großartig, von 98 bis 2002. Mhm. Und da habe ich einen kennengelernt, der das mochte, was ich tue. Das war der Bassist, mein Freund Silvester. Mhm. Und der hat auf all diesen Stücken den Bass gespielt, weil ich dachte, irgendwie nur Gitarre und Stimme ist mir auch zu wenig und Mundharmonika, noch ein paar Instrumente zu. Und der hat an dieser CD mitgewirkt. Und somit sind hier auch immer mal ein paar Stücke drauf, wo mehrere Instrumente dabei sind, die aber zusätzlich gespielt waren. Mhm. Die Platte habe ich ganz allein zu Hause aufgenommen, gemischt, gemastert und fertig gemacht. Du warst deiner Zeit schon weit voraus, das ist heute gängige Praxis. Ja, aber das war 2000, war die ungefähr so weit, dass ich sagte, jetzt noch zwei Songs und dann hatten wir die 2002 fertig oder 2003. Und dann haben wir den Druck gemacht, genau, 2003. Mhm. Und dann sind wir, haben wir gespielt und dann habe ich die Website gegründet und dann, dann war das alles irgendwann durch. Wer hat denn in deiner Band gespielt? Hier, in dieser Band? Nein, in dieser nachher. Das erzähle ich dir. Ach so, okay. Da kommt noch eine Zwischenzeit. Verstehe. Danach habe ich angefangen, Konzerte zu spielen in Berlin und das läuft natürlich nicht, wie man das will, total rund, sondern ist am Anfang schwierig und gerade wenn du so ein Typ bist wie ich, dass du dich nie traust. Mhm. Das hat gedauert bei mir, es hat wirklich gedauert. Heute ist das ja ein leichtes, auf eine Bühne zu gehen, vor fremden Leuten zu spielen. Mhm. Aber damals war das ganz kompliziert. Dann habe ich ein bisschen ausgesetzt und dann traf ich jemanden in Obernkirchen, Bückeburg, bei Minden. Mhm. Den lernte ich kennen, der sagte, was machst du so? Ich habe bei einer Kindermusikband gespielt eine Zeit lang. Und wir haben deutschlandweit Konzerte gegeben und der Typ hatte uns veranstaltet und was machst du? Und ich schick dir das, habe ich ihm das geschickt und sagte, das ist großartig, du musst hier spielen. Und da habe ich gedacht, es gibt doch Menschen, denen das gefällt. Und da bin ich nach Obernkirchen gefahren und habe dann in Bückeburg mein erstes Auslandskonzert gegeben, außerhalb von Berlin, mehr oder weniger. Naja. Und da habe ich gemerkt, es ist ein Riesenpublikum dafür da, sowas geht. Hatte ich mir eine Geigerin gesucht, die da mitspielt und dann sind wir zu zweit dahin gefahren. Ich habe immer versucht, noch ein Instrument mitzunehmen, weil ich mir alleine irgendwie nicht sicher war, ob ich das schaffe. Dann habe ich eine Zeit lang in Berlin mit Yannick gespielt am Piano und noch einen Freund gehabt, der sich auch mit gekümmert hat und den Fährmann angeschoben hat und da habe ich dann zu der Zeit haben wir auch Patti kennengelernt. Patricia Heidrich von Unbekannt verzogen. Die hat auch schon mal hier in Castrop ein Konzert gegeben. Ja, echt? Ja, mit den Steinlandpiraten. Ach ja, gut. Und dann baute sich das irgendwie so nett auf und dann hatten wir eine CD aufgenommen, die eigentlich fertig war. Und dann kam es mit dem Typen so leicht zu Differenzen, der wollte halt nicht, dass ich, wenn ich mal Solo spiele, dass ich nicht als Fährmann auftrete. Da habe ich gesagt, ich war das vorher und ich werde das immer bleiben und ich wüsste nicht, als was ich da sonst auf die Bühne gehen sollte.
Und so gab es Reibereien, dann haben wir das Ding in den Boden gestampft, haben es nicht veröffentlicht und haben uns getrennt. Ob es gut war, ob es schlecht war, weiß ich nicht, es war so. Mhm. Wo sind die Aufnahmen? In der Tonne. Na, ich habe sie noch auf dem Rechner, aber mehr nicht. Die darf ich nicht veröffentlichen, weil das war so ein Deal. Mhm. Ich mach's nicht und damit ist gut und damit ist Ende. An sowas halte ich mich. Mhm. Ich sollte was unterschreiben und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Als du hier angefangen hast, hast du auch nichts unterschrieben. Nö. Und das war's dann. Ja. Es war schade, weil es war nicht schlecht, aber findet nicht statt. Und dann kam Yannick ins Spiel und sagte, ich sag, komm, wir spielen wieder zusammen. Und durch die Differenzen, die es gab, ist auch Yannick eine Zeit raus gewesen. Ja, das war eine komische Zeit. Wenn man sich selber verlässt, verlässt man vieles. Und das nehme ich mir heute selber noch übel. Aber es ist so passiert und dann ist gut. Jetzt ist es alles wieder okay. Und dann habe ich mit Yannick gespielt und dann sagte er, meine Frau spielt Geige. Lass mal hören. Und sie singt auch. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben zu dritt geübt. Und dann habe ich gesagt, alles gut, wir machen das zu dritt. Das war toll. Dann zog ich hierher, 2013. Und dann haben wir noch 2-3 Mal gespielt und ich habe in der Zwischenzeit Solo gespielt. Und wenn man nicht übt, gemeinsam andauernd, läuft es nicht reibungslos auf Bühnen. Dann rumpelt es und scheppert es an allen Ecken und Enden und dann mussten wir das leider einstellen. Und seitdem spiele ich mehr oder weniger Solo. Solo. Also die Band gibt es theoretisch noch. Wenn ich die Zeit und das Geld hätte und die Zeit hätten, was theoretisch jederzeit möglich wäre, könnte man das wieder ins Leben rufen, weil es steht eigentlich nur die Entfernung im Weg. Du sagtest es gerade, du hast irgendwann Berlin, der großen Stadt, den Rücken gekehrt und bist hier quasi in die Kleinöde, an die Ortsgrenze von Castrop-Rauxel, nämlich nach Herne-Börne gezogen. Nach Herne-Solingen. Oder Solingen, ja, ist ja fast das Gleiche. So Ding Börne, das weiß ist ich so. Nicht, ob ja. das Gleiche ist. Ja, der Herner werden mich wahrscheinlich jetzt hauen wollen, aber. Also ich sag mal Soding, so Ding sagt Dingen, man dazu, ne? Ja. Ja. Wie kam es dazu? Komplizierter Weg. Es ist meistens. Ja. Nun bricht man ja nicht seine Zelte in Berlin in der großen Stadt ab, wo man ja, ich sag mal, jeden Tag an einer anderen Ecke spielen kann und die Leute kommen und geht dann ins Ruhrgebiet und fängt völlig neu an. Das ist doch mit Sicherheit nicht so ganz einfach gewesen, oder? Ja, aber es ist eine Herausforderung. Ich hätte auch zurückgehen können nach Dresden, wie viele meiner Freunde, die rüber sind und nach dem Mauerfall, 2 Jahre später, waren die alle wieder in Dresden. Ich bin ein Mensch, der nicht rückwärts läuft. Ich versuche vorwärts zu gehen. Sicherlich ist Dresden eine schöne Stadt mit allem drum und dran, aber ich denke immer, woanders ist auch schön. Durchaus. Die Probleme, die ich dort habe und da habe, die habe ich hier und Die gehen ja nicht weg, nur weil ich wieder nach Hause gehe. Ich selber nehme mich ja immer mit. Und da dachte ich, das könnte klappen. Geh mal, dann lernst du mal eine andere Ecke kennen, lernst einen anderen Menschenschlag kennen und kannst von dort aus vielleicht auch andere Orte anspielen oder so, weil das ist ja eine Bereicherung. Du bist jetzt 10 Jahre hier? Glatt. Glatt 10 Jahre? Ja. Wie viel Ruhrpott steckt denn jetzt in dir? Ich sag mal so, ich könnte mir jetzt ein Bier trinken. Viel Berlin. Nee, das sagt der Berliner nicht. Entschuldigung. Der Berliner sagt, ich trinke ein Bier. Hier im Robert trinkt man sich ein Bier. Ja. Und das halte ich ja für äußerst schizophren. Da trinkt man Pilz. Ja, ich trinke mir jetzt einen Pilz, ich rauche mir einen, ich esse mir ein Eis. Genau. Das sind ja Dinge, die nicht gehen, weil man ja das nur sich selber kann, was man auch einem anderen kann. Und ich kann mir kein Bier trinken, weil ich dir kein Bier trinken kann. Ich kann mir ein Bier holen, weil ich dir eins holen kann. Aber das wäre nett kann ich nur selbst. Das wäre übrigens nett. Und so viel Ruhrpott steckt drin. Also es sind schon ein paar schöne Sprüche hier, die es so gibt, die rübergekommen sind. Aber ansonsten ist es hier wie überall. Bist du denn jetzt heimatlich verwurzelt? Oder treibt es dich weiter in die Welt? Nee, es treibt mich nicht weiter in die Welt. Ich glaube, hier kann ich bleiben. Ich wohne sehr schön. Ich wohne im Grün, im Blick auf eine Pferdewiese. Ich wüsste nicht, wo ich noch hin sollte. Du rüttelst ganz schön an dem Weltbild vieler Zuschauer, die wahrscheinlich von außerhalb jetzt zuschauen. Der Ruhrpottler weiß das ja, aber viele, die von außerhalb zuschauen, die denken ja, der Ruhrpott ist grau, ist Industrie, ist, und da redest du von Pferdewiese.
Ja, also es gibt natürlich Orte, die sind hier im Ruhrpott noch so. Olaf Schubert hat es mal schön gesagt. Ich war in Dortmund. Sieht ja aus wie Leipzig vor der Wende. Das stimmt an manchen Stellen auch. Da hat er nicht Unrecht, ja, Aber das ist wahr. es ist halt schon sehr, sehr grün hier. Das habe ich nicht erwartet. Also zwischen diesen kleinen Nestern, die es hier so gibt, gibt es immer grüne Oasen. Das ist nicht wie Berlin, das Ruhrgebiet so durchgebaut, sondern es hat so grüne Wiese, nächster Ort, grüne Wiese, nächster Ort, nächster Ort. Und ja, man könnte jetzt noch sagen, Ruhrgebiet irgendwie, aber ich empfinde das ja nicht so. Ich finde ja, hier hat ja jede Stadt ihren eigenen Kirchturm und den Bürgermeister und jedes kleine Nest braucht das auch und somit gibt es kein Ruhrgebiet, sondern es gibt einzelne Orte in dem Ruhrgebiet und die S-Bahn fährt immer quer durch. Ist ein komplizierter Vorgang. Ist mit Berlin nicht gleichzuschalten. Trotzdem hast du dieses Gebiet hier jetzt 10 Jahre lang sehr erfolgreich beackert, möchte ich Ja. sagen. In der Zwischenzeit ist sogar noch ein neues Album von dir entstanden. Und zwar dieses hier. Vielleicht erzählst du dazu auch noch etwas. Vor allen Dingen, wie das hier entstanden ist. Ich halte es jetzt mal in diese Kamera, die vor mir ist. Genau. Diese schöne CD als Digipack mit einem Textbuch und einem wunderschönen Cover mit einem Entwurf der wunderschönsten Art von Cornelius Wilkens, einem Berliner Künstler, der mir das Bild gezeichnet und geschenkt hat. Und es wurde umgesetzt in eine wunderbare Grafik. Ist entstanden mit einem berühmten jungen Mann, der heißt Karl Neukauf. Der ist tatsächlich nicht ganz Nein, unberühmt. der macht großartige Sachen. Ja. Und ich habe den vor 11 Jahren in Berlin kennengelernt, auf einem Konzert, wo ich bei einer Firma gearbeitet habe, die ein Firmenjubiläum gefeiert und haben mich gefragt, ob ich eine Band organisieren kann. Da habe ich. Und dann kam natürlich einer von denen, die ich wollte, mit anderen Musikern. Und dann habe ich den Karl da gesehen und dachte, boah, der Typ ist ja begnadet. Der Ja. spielte Piano und der war sehr nett, wir haben uns gut unterhalten. Dann haben wir uns ein paar Jahre später in Bremen zu einem Konzert wieder getroffen, wo wir uns den Abend geteilt haben, mit Hans Rohe noch. Und da war Karl dabei und ich fand den wieder so sympathisch. Und der ist so innovativ bei dem, was er tut und ist halt ein richtiger Musiker. Und da kam mir so der Gedanke, der hat so tolle Töne. Wenn er spielt, macht der tolle Töne. Frag den doch mal, ob der Lust hat, eine Platte zu produzieren. Und das tat ich dann auch. Und da hat er gesagt, wir treffen uns mal in Dresden und reden erstmal über Klangbilder oder Klänge, ob wir auf den Nenner kommen, wo wir sagen, ja, das sind Vorbilder, die ich habe, sowas höre ich gern und vielleicht kriegen wir es in die Richtung. Und da trafen wir uns in der Neustadt in so einer schönen, kleinen, verrauchten Kneipe und unterhielten uns 2 Stunden. Das war damals, als Rauchen noch gesund war, ne? Rauchen, ja, Rauchen Ja. ist ja jetzt aus der Mode, leider. Aber es ist bestimmt, wenn man nicht raucht, gesünder, aber für wie lange? Ja, und dann saßen wir und sprachen über unsere Helden und waren der gleichen Meinung. Und dann habe ich Karl diese CD mitgegeben und sagte, hör dir die mal an, wenn du Lust hast. Und er lebt hier in Berlin. Und in Dresden hat er lebt seine da, zu damaliger Zeit noch Lebensgefährtin mit seiner Tochter. Und jeder, der irgendwie Vater ist und ein Kind woanders hat, wenn es verlässt, ist immer irgendwie, da ist irgendwas im Herzen, was einen traurig macht. Und er legte auf der Heimreise diese CD ein und dann kommt ein langes Intro und dann beginnt der Fährmann, dieses Lied der Fährmann. Dieses Lied habe ich geschrieben, weil ich jemanden zum Zug gebracht habe, der in Urlaub gefahren ist. Also eine Freundin, die ich von dem Moment an sofort vermisst habe. Und dieses Lied handelt nur vom Vermissen. Er hat es gehört und hat. Nächsten Tag schrieb er mir, wir machen das. Und ich sage, warum? Weil ich das Lied gehört habe. Und das hat ihn gepackt in dem Moment, wo es darum ging. Und das war eigentlich der schöne Moment. Und dann haben wir uns so vorgenommen, was wir machen. Dann bin ich eine Woche nach Berlin gefahren. Dann haben wir bei ihm zu Hause
die Wohnung ist Wohnung und Studio, wie bei mir zu Hause. Und dann haben wir das da, die ersten Sachen eingespielt. Mhm. Und dann ist er zu mir gekommen und war eine Woche bei mir in Herne, im schönen Herne, hier in Nordrhein-Westfalen. Hat ein bisschen Urlaub gemacht und wir haben den ganzen Tag aufgenommen. Und dann hat er den Mist mit nach Hause genommen, hat das alles zusammengemischt. Ja, und das Produkt. Und dann war die CD fertig und die ist großartig geworden. Die spricht für sich, kann man wirklich nur empfehlen. Und nicht nur diese CD kann man empfehlen, auch der Karl Neukauf, den Namen sollte man sich vielleicht mal notieren, merken und mal googeln. Der hat selbst ein fantastisches Soloalbum gemacht, jetzt vor 3 Jahren, glaube ich. Ja. Ist das her, ne? Habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Das ist ein toller Musiker, ein tolles Album. Und wie gesagt, auch dieses Album ist großartig. Da sind super Sachen drauf, die Texte sind genial. Und wenn ich von Texten rede, muss ich natürlich auch einen Namen erwähnen, den du anfangs schon erwähnt hast. Ein ehemaliger Leipziger, der leider nicht mehr lebt, unser Freund Andreas Hähle. Ja. Mit dem hast du ja auch zusammen. Mit dem habe ich zusammengearbeitet, wir sind uns oft begegnet, weil über die Verbindung zu Unbekannt verzogen stand er natürlich immer wieder da. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch und ich sagte, ach Hähle, dich werde ich irgendwann mal brauchen. Und er sagte, nein Fährmann, du brauchst mich nicht. Mhm. Und dann war wieder ein Jahr Ruhe und dann kam der Moment, wo ich sagte, doch Hähle, ich brauche dich. Ich habe hier ungefähr 4 Strophen und einen halben Refrain und einen ganzen Refrain, aber die Strophen, die sind nicht so, wie ich es will. Komm, wir setzen uns mal hin. Mhm. Und dann kam der und dann setzten wir uns mehrere Stunden hin und schrauben an diesen Liedern rum, bis sie fertig waren. Und dann haben wir das genommen, was ich geschrieben hatte, dann haben wir das genommen, was er geschrieben hat, und dann haben wir da gefeilt, bis es die Tiefe hatte, die ich wollte. Dann haben wir wieder meins genommen und gesagt, das klingt nicht gut, lass uns da mal was ändern. Und so haben wir ein paar schöne Songs zusammengeschrieben, unter anderem Ich stehe noch immer hier und Meine Dunkelheit. Beide auf der Platte, lass mich schauen, ob ich jetzt, ich will jetzt nichts vergessen. Ja, diese beiden Stücke haben wir gemeinsam gemacht. Mhm. Und hier 90 Liter und mehr, wo es 2018 schon um darum ging, dass ich Nazis ja nicht leiden kann und mir wünsche, dass ein großer, fetter Regen kommt und die alle einfach wegspült. Und da saßen wir mit Karl Neukauf und Danny Tschuk bei mir zu Hause und ich hatte auch so Textfragmente und Danny, natürlich begeisterter Texter, sagt, komm, wir machen das zu Ende. Und dann haben wir das um 11 abends angefangen, haben geraucht und getrunken und um 5 morgens war der Text fertig. Mhm. Dann haben wir den Text zu dritt eingespielt und Danny habe ich das dann hingeschickt und er hat sogar noch ein bisschen Piano drauf gespielt und eine zweite Stimme reingesungen und das war mir ein innerer Vorbeimarsch. Da hattest du auch einen großen wieder. Namen dabei, ne? Danny Tschuk, den kennt man ja auch. Ja, den kennen nicht viele, aber wer ihn kennt, der weiß, was er kennt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Danny ist mir vor fast 20 Jahren über den Weg gelaufen und ich fand das, was er machte, großartig. Mhm. Über die Musiker, die ich kannte, die spielten dann bei ihm in der Band und ich fand das, was der machte, immer, wow, ist das gut. Der Typ hat echt was zu sagen. Mhm. Und wir haben uns dann immer mal unterhalten, getroffen und wir haben nächtelang getrunken, Spaß gehabt. Und wir machen vollkommen Unterschiedliches, aber er ist mir ein Herzensfreund. Also ich bin total froh, dass es ihn gibt. Und ich höre ihm gern zu und wenn man seinen Texten zuhört, lernt man auch zu schreiben. Mhm. Man lernt wirklich. Also das ist ja mit Sicherheit auch eine Frage, die sich viele Leute stellen. Du sagst, du hast Textfragmente gehabt oder hattest einen Text fertig, mit dem warst du nicht zufrieden, hast dann Hilfe gesucht. Jetzt kann man sich natürlich nicht hinsetzen und einfach so mal aus blauem Dunst heraus, wer es schon mal versucht hat, weiß, wie schwer das ist, sich hinsetzen und einfach einen Text schreiben. Das geht ja nicht. Doch, man kann das. Man kann das und es wird einem selbst gefallen. Und wenn man es 3 Jahre liegen lässt und wieder anguckt und in der Zwischenzeit weiterschreibt, wird man feststellen, dass das Mist ist. Mhm. Also die ersten Sachen, die man schreibt, sind meist überbetont, voller Pathos, irgendwie Mist. Den wenigsten gelingt was Gutes auf Anhieb. Mhm. Es sei denn, man ist so gepolt, dass man 30 Jahre sowas in sich trägt und dann nur gleich gute Sachen schreibt. Gibt aber, gibt's nicht. Also man schreibt am Anfang Mist, schmeißt in die Tonne und man wächst auch, wie bei allem, was man macht, auch beim Handwerk so, wenn man etwas macht, man lernt in dem, was man tut.
Und beim Schreiben ist es genau das Gleiche. Du lernst eigentlich beim Schreiben, wie man schreibt. Und die Texte entwickeln sich über Jahre und die Anforderungen, die man sich an sich selber stellt, wachsen auch. Und ich würde an dieser Stelle ja ganz gerne das ein oder andere Lied anspielen, aber da wird uns die GEMA aufs Dach springen und dieses schöne Video, was dann wahrscheinlich bei YouTube drin steht, ruckzuck sperren, deswegen lassen wir es schön bleiben. Ja. Aber wir empfehlen den Leuten, die uns jetzt hier zuschauen, einfach mal ein Konzert von dir zu besuchen, nämlich die Gelegenheit ist günstig, am 31.08. spielst du bei uns im Brauhaus. Im Brauhaus hier im Rüttershof in Castrop-Rauxel, ganz genau. Was wirst du uns denn da präsentieren, Schönes? Ein ganz einfaches Live-Programm, wie ich es immer mache. Also ein Querschnitt deiner bisher erschienenen Alben. Querschnitt meiner Songs. Ich spiele immer mal andere, dann spiele ich wieder die und so. Das, was am besten läuft gerade irgendwie, was mir vom Gefühl her den Ausdruck am besten vermittelt, dass ich spielen möchte. Und ja, genau. Also es werden wie immer 2 Sets, 3/4 Stunde, Pause und dann so lange, wie die Leute wollen, dann Schluss und dann Zugaben, wenn gewollt. Und dann bin ich wieder am Anfang, als ich nämlich sagte, dieses größte Folk-Rock, Deutsch-Rock-Orchester der Welt. Ja. Du sitzt da alleine. Es gibt und ja noch andere Leute, die das auch machen. Die ja, aber ich finde nicht in dieser Kompaktheit und diesem Sound, wie du das machst. Doch. Du sitzt dann da, du spielst eine Stompbox. Also ich du hast eine spiele Gitarre. Gitarre und spiele mit dem Fuß auf dem Stompboard. Stompboard nenne ich das. Mein Rhythmus? Genau. Du singst und hast eine Mundharmonika. Ich singe und da hast du ja, wenn ich nicht singe, spiele ich dann oftmals Mundharmonika. Genau. Und da hast du ja vorhin schon gesagt, dass du eine ganz besondere Beziehung zu diesem Instrument Mundharmonika hast. Ne? Ja, das habe ich, weil mein Opa, der war ja auch mein bester Freund, was ein Opa auch sein soll. Ja, meiner auch. Ich lebte bei meinen Großeltern als Kind, weil es in der Beziehung meiner Eltern irgendwie, was ich nicht wusste, nicht so rund lief. Und meine Mutter wohl auch sehr krank war. Aber da war ich irgendwie zu klein und dann bin ich wieder zurück zu meinem Vater und bin in die Schule gekommen und mit meinem Bruder dann zur Schule gegangen. Und als ich 7 war, ist dann meine Mutter leider gestorben mit 31 Jahren. Und das hat mir einen Schlag versetzt. Ich habe sehr an meiner Mutter gehangen. Und das war nun die Tochter meines Großvaters. Und da habe ich also viele Jahre meines Lebens gebraucht, um mich irgendwie davon zu erholen und habe also eine besondere Beziehung zu meinem Großvater gehabt, die ein Dauerkontakt immer, wo mein Opa war, da war auch ich. Und der hat halt Musik gemacht und hat mir das beigebracht und dann habe ich Neil Young und Bob Dylan gehört und dann habe ich Bruce Springsteen gehört und wenn man die 3 kennt, weiß man, dass das 3-mal vollkommen unterschiedliches Mundharmonikaspiel ist. Aber das waren so meine Vorreiter, die haben es mir so gezeigt. Und dann habe ich im Auto gesessen, hatte Mundharmonikas, CDs eingelegt und wenn die kamen, Tonart stimmte, habe ich dazu immer versucht mitzuspielen, was machen die auf der Mundharmonika. Und das, so weit ist das gegangen, dass ich also eigentlich immer Mundharmonika spielen konnte und Gitarre eigentlich immer relativ schlecht. Und die habe ich mir dann später dann so beigebracht. Und als ich dann älter wurde und bei meinem Bruder und meinem Vater lebte, starb mein Vater, als ich 16 war, mit 45 Jahren, ziemlich erbärmlich an Krebs. Und da stand ich mit 16 Jahren da und dachte, was ist das hier? Was wird das? Mein Bruder war immer so, der war 3,5 Jahre älter, also immer einen Schritt voraus. Ich mit 7 habe Endlichkeit, wusste ich nicht. Unendlichkeit, ich wusste nicht, was das ist. Man begreift den Tod erst ab 10, 11, ja. So dass man das Gefühl von vom Verstehen einer Unendlichkeit bekommt. Also das hat sich bei mir nie aufgebaut. Das hat ewig gedauert, wirklich viele Jahre. Und irgendwann wollte ich mein ganzes Leben eigentlich loswerden und habe angefangen, diese Lieder zu schreiben. Das hört man auf der ersten CD natürlich sehr gut. Ja. Die ist sehr privat, deshalb heißt die auch Nahaufnahmen. Und da versuche ich immer noch Dinge zu verarbeiten und ich kann nur sagen, danach ging es mir besser. Also danach war irgendwie was gelöster, irgendwie hatte ich das raus. Und immer wenn ich Lieder schreibe, habe ich das natürlich als melancholische Begleiterscheinung immer im Kopf. Deshalb versuche ich auch immer in eine Gefühls
mäßige Ebene zu gehen beim Schreiben. Also es gibt ja Leute, die schreiben Dinge, um Leuten was zu erklären. Ich will Leuten nichts erklären. Ich will Leute nur fühlen lassen. Hm. Und ich versuche, wenn ich einen Song spiele, dass die Leute das aufnehmen und mit mir lachen, mit mir weinen können. Das ist einfach von Leonard Cohen auch so übernommen, so ein bisschen. Der gehört ja auch noch in die Riege rein. Und da ich dich schon ein paar Mal gesehen und gehört habe, kann ich das bestätigen. Das ist so. Du kannst das. Und ja, danke, das ist schön. Ja. Also das ist das Einzige, was ich möchte, den Leuten ein Gefühl mitgeben. So, dass manche Dinge nicht so schwer sind, wie sie scheinen. Manches ist leichter, manches ist doppelt schwer. Aber irgendwie ist es alles, wenn man nach vorn guckt, überschaubar und irgendwie auch zu überstehen. Und wenn man fällt, steht man wieder auf. Und das kann man ein ganzes Leben lang tun. Ja. Und das ist der Sinn des Ganzen. Und jetzt zurück zu Castrop Rauxel. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und ich habe, weil durch die Corona-Jahre waren die letzten Jahre ja sehr, sehr eingeengt in allem, was man getan hat. Und hier vom Ruhrgebiet aus habe ich natürlich Sachen angeleiert oder mit einem Freund, mit Moritz Rüdig, der als Booker gearbeitet hat, spiele ich seit 10 Jahren auf der Insel Wangerooge. Mhm. Dieses Jahr ist 10-jähriges Jubiläum im September. Mhm. Und da bin ich natürlich glücklich drüber. Das hätte ich von Berlin aus nicht gemacht, viel zu weit. Mhm. Von hier an die Insel bist du 3 Stunden da. Ja. Von Berlin dahin fährst du, glaube ich, 6 oder 7 Stunden. Oh, das dauert. Dort oben im Norden habe ich mir einen Namen gemacht über Otto Grote, der Songs von mir nachspielt, das Otto Grote Ensemble, die Sachen von mir nachspielen, dass ich zum Festival zwischen den Jahren in Engerhave gewesen bin und so. Ich habe hier unheimlich viel erreicht. Das hätte ich aus Berlin heraus nicht geschafft. Und was man dazu auch sagen muss, du alleine. Du hast kein Management, du hast keinen Booker, du hast nichts, ne? Ich mache das alles alleine, ja. Und was mir wichtig ist, ist, ich komme gleich nach Castrop zurück, aber was mir wichtig ist, ist, dass ich halt mich selbst als Gesamtdeutsch verstehe. Mhm. Nicht als Ostdeutsch, nicht als Westdeutsch, weil ich das ja nicht bin. Ich bin ein Ostdeutscher, der in der Diaspora lebt oder jetzt halt im Ruhrgebiet lebt und ich bin sehr glücklich darüber. Es geht mir hier gut. Mhm. Und von hier aus überall in Deutschland hinfahre und spiele. Das hätte ich von Berlin aus so weit wahrscheinlich nicht geschafft. Da wäre ich Berlin und um Berlin, das wäre dann so Erfurt, Leipzig, Dresden, Rostock, so. Es wäre so geblieben, Magdeburg oder so. Aber so ist es mir lieber. Ich komme halt, war in Hof, ich war in Bayreuth, ich war in Freiburg. Das hätte ich alles so nicht geschafft. Mhm. Das ist ganz gut, dass ich hier bin. Und von hier aus verstehe ich mich auch als gesamtdeutscher Musiker. Und jetzt zurück zu Castrop. Ich habe nach der Corona-Zeit dieses Jahr das erste Mal im Januar in Herne in der Akademie Montseny gespielt. Ja. Die hatten mich angefragt für das Jahr davor. Die haben ja immer Gäste. Das ist ja ein Schulungszentrum, wo die Leute auch wohnen. Ja. Und die wollten, dass ich nur für Gäste spiele. Und ich sage, nee, das kann ich nicht machen, weil die Leute aus Herne wollen dann rein. Die kleben dann an der Scheibe. Und er sagte, sind das denn so viele? Ich sage, ich glaube schon. Mhm. Und jetzt haben wir das Konzert im Januar unten im Kegel gemacht. Da ist so die Maßgabe so 70, 80 Leute, so 60, 70, Maximum 80. Wir haben bei 120 aufgehört zu zählen. Es war so brechend voll und es war so ein schön intensiver, wunderbarer Abend, dass ich mich jetzt schon wieder freue, das anzukündigen. Ich kündige das immer nicht mit so einem Vorlauf an, weil die digitalen Medien sehr kurzlebig sind. Mhm. 2 Wochen vorher kommt die erste Meldung und dann nochmal eine Woche vorher und dann ist schon Schluss. Dieses Phänomen haben wir beiden ja auch schon mal gemeinsam erlebt, als wir im Mythos hier in Castrop Rauxel ein Konzert veranstaltet haben. Ja. Da haben wir uns für das kleine Musikzimmer entschieden, weil das so kuschelig und urig war. Ja, weil und so viele vielleicht auch nicht kommen werden. Genau, und nachher saßen wir uns gegenseitig auf dem Schoß, weil es so bumsvoll war. Und, was ich auch toll fand, mussten Leute nach Hause gehen, weil es zu voll war. Auch noch nie erlebt. Naja, nee, aber es ist auch mal witzig, oder? Und dann kommt eine Künstlerin, die eine Nummer 1 in den Charts hatte und spielt in dem gleichen Laden, in dem gleichen Zimmer und da sitzen 15 Leute. Ja. Das ist Castrop Rauxel auch, ne? Das muss man dazu sagen. Also es ist immer so eine kleine Überraschung. Ja, also man muss, was ich festgestellt habe, ist, dass man hier öfter spielen muss. Wenn man hier nur einmal zum Spielen kommt, ist das eine Enttäuschung. Man muss sich hier aufbauen. Das bedeutet, man muss wiederkommen, wiederkommen, wiederkommen. Die 15 Leute erzählen es 15 anderen. Ja, das Davon ist so. Kommen 7. Also das baut sich wie in Leer,
Da habe ich angefangen irgendwie mit 17 Leuten. Mhm. Und jetzt habe ich da so 60, 70 Leute, die immer kommen, wenn ich da spiele. Das musst du dir über Jahre erarbeiten. Also wir empfehlen jetzt an dieser Stelle einfach nochmal den 31.08. Ja. Da wirst du um 20 Uhr auf der Bühne im Brauhaus Rütershof hier in Castrop-Rauxel stehen. Ja. Das Konzert ist extra für wirklich jeden Castroper gedacht, weil wir werden keinen Eintritt verlangen. Nein. Nein. Einen Austritt nehmen wir. Bitte? Wir nehmen einen Austritt. Es richtig. Steht ein Hut da. Genau. Wir lassen ihn rumgehen. Wir nehmen einen Austritt, also der, der rausgeht, der kann was geben. Ja, der kann das bezahlen, was es ihm wert ist. So können wir nämlich auch Leute einladen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Ja, die, wo das Geld nicht so locker sitzt. Wir wissen alle, die Zeiten sind nicht einfach. Die können auch kommen. Die können sich dann auch schöne Musik anhören, ein schönes Konzert, einen schönen Abend mit dir erleben. Ja. Also 31.08. vormerken, Brauhaus Rütershof. Der Fährmann da spielen. 20 Uhr. 20 Uhr. Hm? 20 Uhr. Ja. Zur besten Sendezeit. Absolut. Crime Time. Und Donnerstag, wunderbar. Da kommt sowieso nur Koks im Fernsehen. Also würde ich sagen, merkt euch das, kommt vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Ja. Ja, ja, was gibt es sonst noch bei dir zu erzählen? Was liegt an bei dir? Ich mache jetzt ein bisschen Videos. Ich überlege, ob ich nochmal eine CD mache. Gute wobei Idee. Wobei ich nicht weiß, ob es Sinn macht. Weil du hast die dann als physisches Ding und schleppst die mit dir rum und das dauert lange, bis man die so auf Konzerten verkauft. Kostet viel Geld. Ja, findest und am es Ende wird es immer nur gestreamt. Findest du es aber nicht trotzdem wichtig, dem Ganzen so ein bisschen entgegenzugehen, eben dieses Streaming? Du kannst nichts machen, du gibst das ab. Ich selber stelle es ja nicht rein, das muss jemand anders machen. Das kannst du, das kann ich nicht leisten mit Werbung. Das muss jemand machen, der Ahnung von hat. Der stellt das ins Netz, der gibt das ab und dann wird das bei dort hochgeladen, bei iTunes hochgeladen. Nenn mal keine Namen, nenn mal keine Namen, die brauchen wir eh nicht. Ja, aber da ist es dann und dort wird es auch für 9 Euro im Monat gehört. Und das ist die Schande. Grundsätzlich finde ich die 9 Euro im Monat gut. Ja, klar, als Kunde schon. Aber die Schande ist, dass die Norweger und die Sony und Universal, so wie sie alle heißen, sich geeinigt haben, dass sie das Geld unter sich aufteilen und die Musiker nichts davon haben. Es gibt Leute, die haben echt viele Streams, sind natürlich total glücklich und kaufen sich, wenn sie dann ausgezahlt kriegen, ein schönes Mal bei McDonald's. Ja. Hamburger, 6 Chicken Nuggets und ein Milchshake oder weil so, das ich keine Ahnung. Also ich der Kunde, der diese 9 Euro nämlich annimmt, der weiß das ja gar nicht, nein, dass der Künstler da letzten Endes noch niemals ein Butterbrot für kaufen kann. Ja, der hat für 9 Euro die ganze Welt der Musik. Vor 20 Jahren sind da Leute mal irgendwann fast ins Gefängnis gegangen, wenn sie nicht sogar da reingegangen sind, genau, als Napster da war. Die haben das ja für Umme weggegeben, ja, also für nichts. Und jetzt kriegst du 0,0 Cent pro Stream. Und da ich ja nun nicht die Berühmtheit bin, sind meine Streams halten sich da scheinbar in Grenzen, könnte ich nicht mal sagen, ob ich den Cent schon erreicht habe. Ja, oder die 40 Cent oder was weiß ich. Und das finde ich irgendwie sehr seltsam. Kann man den Leuten eigentlich immer nur ins Herz legen, mal drüber nachzudenken, ob man nicht doch wieder eine gute alte CD oder eben ein Vinylalbum kauft. Ne? Ja, ist auch ein anderes Musikhören. Dennoch musst du's ja, gibst du es ja einem Verlag, der es irgendwie unterbringt und der setzt es in die Streams. Klar. Du kommst daran ja nicht vorbei. Und die Verlage und die Gamer und wie sie alle heißen, die kämpfen ja auch darum, dass es besser bezahlt wird. Aber solange sich der Norweger eine Insel kauft oder was weiß ich was, der sich kauft und die Musikindustrie zufrieden ist, gibt es da halt, es gab eine schöne Doku jetzt bei ARD, glaube ich, genau über dieses Thema. Also Musik machen heutzutage, ist es noch ein Traumjob? Es ist ein Traumjob. Es gibt nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und Songs zu entwickeln oder zu spielen. Also ich bin mittlerweile so drauf, dass ich sage, willst du gelten, mach dich selten. Zieh den Mist raus und steh nur auf der Bühne. Und das geht mundpropagandaartig einfach weiter. Ich habe jetzt vor 2 Wochen in Krefeld gespielt, in so einem kleinen Garten bei einer Frau, die macht so Hutkonzerte. Traumhaft schön. Solche Abende sind einfach ein Gedicht. Sind wunderbar. Ja, gibt's nichts zu meckern. Ich mache das für mein Leben gern. Damit lassen wir das jetzt mal so stehen. So machen wir's. Ja. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst und bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Sendung gefallen. Falls ich noch ein bisschen steif rübergekommen bin, ich habe sowas vorher mit Kamera noch nie gemacht. 2 im Radio und schon Printmedien 15, 16 Jahre lang. Aber das ist für mich heute auch eine Premiere gewesen. Deswegen, also, es wird besser, versprochen. Ich bedanke mich neben dem Alex
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich muss reinreden. Sehr gerne. Komme ich nicht dazu. Doch, kommst du gleich noch. Und ich bedanke mich bei meinem Team, ohne die das hier überhaupt nicht möglich ist. Das ist der Jochen Affelt, der Gisbert und der Florian Stegemeier und der Harry Schmidt von KAS-TV. Das sind die ganz wichtigen Leute, denn ohne die würde es die Sendung nicht geben und die würde es den Sender nicht geben. Also, und ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Wir sehen uns am 31.08. im Brauhaus. So machen wir es. Ich bedanke mich auch bei allen, die hier mitgewirkt haben. Und vor allen Dingen bedanke ich mich bei Liam. Ja, Liam, genau. Der hat mir ein Getränk gegeben, was ich jetzt nicht in die Kamera halte, was keiner kennt. Mit einer roten Banderole. Vielen Dank. Ein ganz fleißiger junger Mann. Liam ist wie alt? 10. 10. Und hilft hier. Wie toll. Ja. Showpraktikant. Vielen Dank. Ich danke und sage tschüss, bis zum nächsten Monat. Tschüss. That's it.